Salam alaikum und hallo. Ich hoffe, euch geht's allen gut, inshallah. Und ich wollte euch heute etwas wieder über den Islam sagen. Also aus dem Buch Der Schlüssel des Islam einmal vorlesen und einmal der Anfang und Ende des der Anfang und das Ende. Also aus dem Buch Der Anfang und das Ende. Ich hoffe, euch gefällt's. Heute war ich wieder im Fitnesscenter und ja, und vorgestern war ich wieder zum Arabisch lernen. Naja, fangen wir mal an, ne? Okay, ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Okay. Der Islam und die Frau. Der Islam respektiert die Tatsache, dass Männer und Frauen verschieden sind und dementsprechend unterschiedliche Aufgaben besitzen. Jedem Geschlecht sind Rechte und Pflichten zugeordnet. Der Respekt und die Güte den Frauen gegenüber ist ein Zeichen für einen guten Charakter und eine unverfälschte Persönlichkeit des Mannes. Der Gesandte des Islam, Muhammad, sagte: Die Besten unter euch sind diejenigen, die den besten moralischen Umgang mit ihren Frauen pflegen. Sahari Ibn Hibban, Nummer 476. Die Frau ist die erste Person, die einen Mann gütig und rechtschaffen behandeln und deren Beziehung er pflegen soll. Der Gesandte des Islam antwortete auf die Frage eines Mannes: Wer verdient meine Gesellschaft und Fürsorge am meisten? Deine Mutter? Der Mann fragte: Und wer dann? Er sagte: Deine Mutter. Wieder fragte der Mann: Und wer kommt dann? Er sagte: Deine Mutter. Der Mann fragte wieder: Und wer kommt dann? Er sagte: Dein Vater. Sahih al-Bukhari, Hadith Nummer 5626. Und der Gesandte des Islam berichtet: Die Frauen sind die Geschwister der Männer. Sunan Abu Dawud Nummer 236. Die Frau ist dem Mann gleich, der Schöpfung und in der Menschlichkeit. Sie ist nicht der Grund für die Sünde und auch nicht der Grund dafür, dass Adam aus dem Paradies vertrieben wurde. Die Frau ist dem Mann in Bezug auf die Gesetze des Islam gleich, indem sie wie der Mann Pflichten trägt. Die Frau ist dem Mann ihrer unabhängigen Persönlichkeit gleich, beziehungsweise verliert sie ihren Familiennamen nach der Heirat nicht. Die Frau ist dem Mann gleich, was Belohnung und Bestrafung im Diesseits und Jenseits betrifft. Die Frau ist dem Mann gleich in Bezug auf Bewahrung der Würde und des Stolzes. Die Frau ist dem Mann gleich. Sie hat das Recht auf Erbschaft wie der Mann. Die Frau ist dem Mann gleich in Bezug auf die Selbstständigkeit und ihre finanziellen Angelegenheiten. Die Frau ist dem Mann gleich in der Verpflichtung, Verantwortung für eine gesellschaftliche Neubildung und den Schutz der Gesellschaft zu tragen. Die Frau ist dem Mann gleich. Sie hat das Recht auf Ausbildung, Wissen und Versorgung. Frau und Mann haben zu gleichen Teilen das Recht auf eine gute und angemessene Erziehung und darauf, in einer gesunden und anständigen Umgebung aufzuwachsen. Sie wird sogar in der Fürsorge
vorgezogen und die Belohnung für die Erziehung von Mädchen bringt mehr Belohnung als die Erziehung von Jungen. Der Gesandte des Islam, Mohammed, sagte: Derjenige, der drei Töchter hat oder drei Schwestern oder zwei Töchter oder drei Schwestern und sehr freundlich zu ihnen ist, ihnen nette Gesellschaft leistet und Allah in ihrer Behandlung fürchtet, wird das Paradies betreten. Als Ergebnis seiner guten Behandlung dieser Frauen. Sari bin Ibn Hibban. Der Gesandte des Islam, Mohammed, sagt: Die Besten unter euch sind diejenigen, die den moralisch besten Umgang mit ihren Frauen pflegen. Subhanallah. Ich finde, das ist, weil viele ja sagen, ja, die Frau wird im Islam unterdrückt und sie darf ja gar nichts. Und das ist aber gar nicht so. Wir haben genauso Rechte, wie der Mann auch im Islam hat. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Und weil man hört ja so viel, ja. Und deswegen. Okay, und jetzt komme ich zu dem zweiten. Da geht es um. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Beweise für die Existenz Allahs des Erbarmen. Also, ich versuche es so schnell. Die Muslime sprechen bei der Erwähnung von Allah, dem Propheten Mohammed, allen anderen Propheten, den Engeln und den rechtschaffenden Gefährten, des Propheten Mohammed, besondere Segenswünsche. Diese stehen in diesem Buch auf Arabisch hinter den Namen und bedeuten folgende: Allah subhanahu wa ta'ala, er ist frei von Unvollkommenheit, der Allhöchste. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allahs Lob und Frieden auf ihn, bei der Erwähnung aller Engel und Propheten, Lahi Assalam, Friede sei mit ihm. Gefährte des Propheten Mohammed Radia Lahu Anahu, Allahs Wohlgefallen auf ihn. Gefährten des Propheten Mohammed Radia Lahu Anahum, Allahs Wohlgefallen auf ihn. Rab. Manche bevorzugen es, den Ausdruck Rab mit Herr zu übersetzen. Angesichts der Tatsache, dass es sich dem Letzteren um einen biblischen Ausdruck handelt, der sich angeblich auf den Diener Allahs, den Propheten Jesus, bezieht. Wäre es besser, das arabische Wort beizubehalten? Denn das Wort Herr, welches sich auf Meister, Führer, Besitzer oder Herrscher begrenzt, kann niemals die umfassende Bedeutung des Ausdrucks Rab übermitteln. Im Arabischen bedeutet der Ausdruck Rab der Schöpfer, der Gestalter, der Ernährer, der Einzige, von dem die Möglichkeit der Existenz aller Geschöpfe abhängt und die einzige, der Leben gibt und den Tod veranlasst. Jinn. Das Wort, das allgemein als Religion übersetzt wird, ist Jinn, was im Arabischen gewöhnlich auf eine Lebensart hinweist, die sowohl privat als auch öffentlich ist. Es umfasst alle Handlungen des Gottesdienstes, politische Vorgänge und detaillierte Angaben zur Lebensführung und der Umgang. Ja, okay, das soll es eigentlich gewesen sein.
gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn ihr gerne noch mehr davon hören möchtet, dann werde ich euch noch ein paar, also jetzt hier auch noch andere Videos über den Islam, also über den sunnitischen Islam. Es gibt ja verschiedene Glaubensrichtungen im Islam. Und ich rede aber über Koran und Sunna. Ne, damit ihr denn auch Bescheid wisst, ist Koran und Sunna. Ich gehe nach Koran und Sunna. Okay. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Oder mich sogar abonnieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und ihr könnt mir gerne in den Kommentaren was reinschreiben, wenn ihr gerne noch was anderes sehen möchtet. Also hören möchtet über den Islam, wenn ihr mehr erfahren möchtet über den Islam. Ich würde euch gerne darüber mehr erzählen. Ja, weil der Islam heißt Frieden und nicht so wie viele Medien berichten, der Islam ist, heißt nicht Frieden, sondern ihr wisst, was ich meine, und das finde ich, und deswegen würde ich euch gerne darüber aufklären, weil der Islam heißt Frieden. Salam alaikum. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.